Willkommen daheim im Stangl. Ich könnte mir nichts Schöneres gerade vorstellen. Ich würde nirgendwo lieber gern auf der Welt gerade sein. Proteine. Der exklusivste Fahrdienst Münchens wartet bereits hier bei der Ankunft. Wann kommt sie denn? Verrückte kommt. Die Verrückte ist wieder da. Na, wenn ich hier lande am Flughafen in München. Terminal 1. Denke ich, ich bin in Berlin. Zweilässig. Die sind wir wieder zusammen. Geh. Bitte. 10 Sterne. Muss mal. Geht's auf die Straße. Stellt euch vor, wir haben hier gerade richtig gute das Laune. Richtig gute Laune. So war das nämlich vorher. Okay, und go! Run ist an. Und jetzt habe ich genau 20 Minuten, um mich fertig zu machen. Für einen Vogue Talk mit Anna Wintour. Oh, ready to rumble. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen zu Anna Wintour, casually. Glaubst du, sie wird wirklich da sein? Natürlich ist sie da. Ich glaube das immer noch nicht. Nee, ich glaube es auch nicht. Wird nicht da sein. Leute, wird sie da sein oder nicht? Sie wollten uns so anlocken. Aber die haben sie gut gemacht. Haben sie gut gemacht. Funktioniert. Hat funktioniert. Wir sind hier. Ich würde gerne auch einmal reingehen. Ich liebe ja den Namen. Dann geh doch kurz rein. Vielleicht hole ich noch ein Wasser. Ja, hol ein Wasser. Ja? Ja, hol ein Wasser. Ich liebe Routine so sehr. Es ist rund für mich, nach München zu ziehen. Aber ich springe jetzt schnell raus. Du gehst jetzt du? Raus? Ja, und du, genau, und du nimmst... Ja, ja. Okay, ja. Okay. Tschüss. So, und das ist hier der Laden. LOL. Geschoppt. Warst du shoppen kurz, ne? Spaß. Ein Heißgetränk hat sie auch noch gebraucht. Nein, okay. Milch. Ah, okay, Milch. Mutti kommt erstmal hier rauf. Oh Gott. Ist der Struggle real? Wie real ist er denn, der Struggle? Erzähl doch mal. Wie real ist der Struggle von 5 zu 20 Zentimetern? Do it for Anna. Do it for Anna. Aufgegeben. Caro, wer ist das? Caro, wer ist das? So, quick change. Into something casual or what? Comfy. Wir haben jetzt noch 2 Stunden Fahrt für uns und einige Menschen würden das Elektroauto vorher laden, aber andere nicht. Dann gehen wir jetzt zum Hagebaumarkt, oder? Oder McDonald's. Oder Taco. Und wo sind wir gelandet? Das war heute dein Highlight des Tages. Anna Wintour war da. War da. Anna Wintour war da. Ich wollte fast sagen McFlurry, aber klar, Anna Wintour. Nee, ich glaube doch McFlurry. Oh mein Gott, ich habe vergessen, wie lecker das schmeckt. By the way, als ich jugendlich war. War. Oh, ich habe hier noch Schokolade hängen. Gut. Ja, die Zeit ist vorbei. Habe ich jeden Tag einen McFlurry gegessen. Ich hatte mal so eine McFlurry-Phase. Hattet ihr auch mal eine McFlurry-Phase? Bounty. Boah, ich bin kein Bounty-Typ. Ich hasse Bounty. Dann haben die Bounty gecuttet und ich war todesupset. Kack M&M's, kack Smarties. Also Smarties verstehe ich auch nicht, weil Smarties sind einfach hart. Also Dime. Leute. Ja, aber Oreo ist gut und Twix finde ich auch gut. In diesem Sinne, wir werden jetzt eine Fotoauswahl treffen. Ich werde jetzt kurz ein bisschen André Tort schauen. Und das Auto ist jetzt randvoll. Ja, so wie du gestern, ne? Okay, es geht los. Auf los geht's los. Oh, ehrlich, riecht schon die Landluft. Herrlich. Was? Für Naschkatzen. Für uns. Bon Appetit. Und wir gucken, schlag den Star. Wer ist da? Katja und wer ist Emma? Olivia Jones. Wer gewinnt? Olivia gewinnt. Ja, ne? Die beiden Mäuse gewinnen beide. Liebe für alle.
Guten Morgen. Oh mein Gott, die Berge. Guten Morgen. Ich habe ja noch gar keine Roomtour gemacht. Komm mit. Das ist das Schlafzimmer. Oh, dieser Blick. Schaut euch mal an, wie gemütlich ist dieses Zimmer. Jetzt geht es erstmal direkt hier zur Kaffeemaschine. Ups, Entschuldigung. So, Leute, jetzt geht's hier weiter, nämlich. Oh, da ist ein Schaf da auch noch morgens. Oh, hier habe ich gerade noch meinen Pickel. Okay, Leute, ich versuche mich gerade zu motivieren zum Sport. Komm, 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 komm. Ich habe jetzt gerade auch in 3 Kaffee getrunken. Kennt ihr das, wenn ihr so viel Kaffee trinkt, dass ihr eigentlich zum Sport müsst? Man muss hier gehen. Pickel. Nie Pickel ausdrücken. Pickel Nummer 1. So dumm. Oh, hier ist noch einer. Den würde ich nicht so ausdrücken. Soll man nicht, ne? Könnt ihr das mal bitte jetzt in die Kommentare und das mal ein für alle mal klären? Irgendwie sollte man ja nicht ausdrücken, aber wenn der hier halt fast am explodieren ist, dann sollte man ihn ausdrücken. Zack, zack, klack, klack. Let's go all out. Good morning. Wie geht's? Ich hab so gut geschlafen. Sehr gut, ich auch. Kein einziges Mal aufgewacht. Kein einziges Mal aufgewacht. 10 Kilometer. Fürs Frühstück. Ich hoffe, dass die Fee ist noch da, weil das ist das beste Buffet der Welt. Wünsche mir Glück. Es wird leider schon abgeräumt, aber stellt euch vor, hier ist einfach alles, was das Herz begehrt. Das haben wir schön gemacht hier. Und was haben wir jetzt hier noch? Das, was ich noch gefunden habe. Heute geht's mit der Schweineteller-Aktion, oder? Mhm. Die Portionen sind groß. Der Grund ist aber auch, weil du zu spät kommst. Ja, aber du bist auch die Meisterin der Schweineteller. Ich weiß. Ich habe nur auf Ästhetik heute geachtet. Oh ja, das ist sehr ästhetisch. Also das und mein Eierteller, meine Eierschale. Proteine. Also natürlich, wenn ihr fragt, was machen wir? Kleines Törl, 4,5 Stunden, machen wir natürlich in 2. Wir gehen zum Wanderstartplatz Zahnbichel. Das hat uns, ehrlich gesagt, haben wir dafür schon 45 Minuten gebraucht. Wanders. Wo können wir was zu essen finden? 45 Minuten. Da McDonald's ist. Das Grün, das sieht richtig slushy aus. Sagt man flushy? Flushy oder slushy? Slushy ist doch flushy. Eis. Lush? Lushy! So, jetzt wird hier nämlich Tennis gespielt. Leute, das mit dem Tennis war gar nichts. Deswegen wurde da auch nicht geblockt. War richtig unbefriedigend. Lauchig. Ich muss üben. Und jetzt sind wir am Pool. Und es ist so heiß. Ich bin eine Suppe. Ich bin die Kokosnuss. Übrigens, ich habe noch nie so eine leckere Kokosnuss gegessen, getrunken, gegessen, alles. Und jetzt gehen wir gleich zu einer Massage. Mal bitte, willst du einen haben? Geil. Life is so good. Willkommen zu Jackens Abenteuer. There are 2 kinds of people. Ready? Almost ready. Relaxen. Almost 2 ready. Minuten. Ich habe einen Fake drin. Sieh mir diese Schuhe. Die sind richtig gut. Ich bin nämlich ein Salat für viel. Aber nee, gibt's hier. Mein Rücken. Gut, aber. Puh, ne? Im Bauch? Puh. Voll, ne? Bauch ist voll. Bei der Seele geht's gut. Die Seele baumelt. Damit ist es das Ende des Vlogs und ich hoffe, es hat euch gefallen. Baumelt die Seele ins Bett. Baumelt die Seele ins Bett.